Hallo Schachfreunde, hier ist wieder der Sascha für euch. Es muss mal wieder eine Partie analysiert werden und heute gucken wir uns eine weitere aus dem Simultan an, was ich vor kurzem gegeben habe. Und bei mir ist mein lieber Gegner dabei, den Ludwig, den ihr ja schon im Video neulich kennengelernt habt. Ja, schönen guten Abend. Jawohl, wir gucken ja mal an, wie das Ganze hier verlaufen ist. Ludwig hatte Weiß, wir betrachten es heute tatsächlich mal aus weißer Perspektive, denn wir wollen nicht zu viel verraten, aber es kommt zu einem königsindischen Angriff hier. Und ja, den seid ihr natürlich gewohnt, aus weißer Perspektive zu sehen. Deswegen habe ich gesagt, drehen wir das heute mal um. Ich also hier mit Schwarz und Ludwig mit Weiß. Und wir gucken uns mal an, was da so passiert ist. Dann können wir hier nochmal interessante Muster für Weiß zeigen. Ja, wir gucken mal hier rein. E4, C5 zunächst auf dem Brett passiert. Soweit alles klar. Und ja, über den zweiten Zug können wir eigentlich schon direkt sprechen. Denn was hast du gespielt, lieber Ludwig? Ja, genau. Also du hattest ja im Vorfeld des Simultans schon angekündigt, dass du als weißer Spieler versuchst, einen königsindischen Angriff aufs Brett zu kriegen. Genau. Und bei Schwarz sollte man sich doch mal überraschen lassen. Ich dachte mir dann, ich gehe mal mit E4 in die Partie, weil tendenziell könnte man ja auch Springer F3, Riti-Zuckertorte eröffnen, um in den königsindischen Angriff zu kommen. Ich hatte aber tendenziell vermutet, dass du nicht mit E5 kommst und habe mich dann eben für E4 entschieden. Dann kam auch von dir C5, der Sizilianer. Und dann war meine Antwort eben D3, um dann auch gleich Springer D2 folgen zu lassen. Bin ich mir jetzt im Nachgang aber auch nicht sicher, ob das so die richtige Zugfolge ist, weil da kann ja auch auf der Teufel im Detail stecken beim königsindischen Angriff. Das ist nämlich hier tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Also der Plan war hier schon aus deiner Sicht, königsindischen Angriff zu spielen. Ja, jetzt definitiv. Den habe ich in letzter Zeit ein bisschen geübt. Okay. Da dachte ich, vielleicht kann ich da irgendwas Sinnvolles aufs Brett kriegen gegen dich. Okay. Die Sache ist tatsächlich, wenn du jetzt direkt D3 spielst, dann ist es grundsätzlich kein Fehler in dem Sinne. Was so ein bisschen die Problematik ist, ist, du machst es mir eigentlich direkt klar. Also nach E4 weiß ich ja nicht, was du spielen möchtest im Prinzip, in diesem Fall jetzt nicht. Wir kennen uns in dem Sinne nicht. Ich weiß natürlich nicht, was du spielen möchtest und du könntest alles Mögliche spielen wollen. Wenn du jetzt zweitens D3 spielst, ist für mich die Sache eigentlich klar, dass das auf irgendwas Ähnliches wie königsindischen Angriff oder direkt königsindischen Angriff rausläuft. Und jetzt kann ich mich natürlich darauf einstellen mit Zügen, die ich sonst vielleicht nicht gespielt hätte. Also in der Regel würde ich empfehlen, im zweiten Zug hier tatsächlich Springer F3 zu spielen. Okay. Das hat überhaupt keine Nachteile, weil dein Gegner eigentlich keinen Zug hat, um dich aus dem königsindischen Angriff rauszubringen. Einzige Möglichkeit, die so ernsthaft existiert, wäre theoretisch D5, aber das wird kein Mensch spielen. Okay. Kein Mensch spielt das, weil das einfach keinen Sinn macht. Den könnte man jetzt, ja, wunderbar mit dem Bauern nehmen, ne? Und wenn die Dame dann nimmt, kann man hier Springer C3 spielen oder sowas. Aber das macht dann aus schwarzer Perspektive wenig Sinn. Da wird die Dame nur hin und her gescheucht. Und das ist ganz was anderes, als es jetzt hier für die Freunde des Skandinaviers, ne? Das hat nichts mit dem Skandinavier hier zu tun, mit dem Bauern auf C5 und so. Ne? Das macht dann aus schwarzer Perspektive wirklich keinen Sinn. Und ansonsten gibt es tatsächlich keinen Zug, der dich im Prinzip aus dem Konzept bringt. Du machst einfach im nächsten Zug, ziemlich egal, was Schwarz jetzt macht, trotzdem D3 und machst dann einfach Springer D2 und bist dann in deinem System drin. Kannst gegebenenfalls auch drittens G3 machen. Muss man ein bisschen aufpassen, was dein Gegner macht. Also D3, Springer D2 ist auf jeden Fall solider und dann kann dir nichts passieren. Und du könntest dann einige Vorteile daraus ziehen, je nachdem, was dein Gegner macht. Ich sag mal so, du hast ja bestimmt schon ein bisschen was von meinen Videos mitgekriegt. Was sind denn so die Aufbauten, die eigentlich angenehm für dich sind oder die nicht störend sind, so rumgesprochen? Die mich nicht stören würden in meinem System. Ich glaube, man kann aus C5 auch gerne mal in die in Französisch überleiten. Für diesen Standardaufbau, wenn du jetzt mit E6 folgst. Das würde mich jetzt eigentlich relativ wenig stressen. Vielleicht auch so ein Springer C6 oder Springer F6 hätte ich jetzt nicht so unmittelbar die großen Bedenken. Ich denke, da könnte ich auch im System bleiben, wobei, nee. Einzige, ich weiß nicht, ob ich da jetzt den richtigen Begriff benutze, wenn du gleich mit G6 kommst, das nennt man doch der Drachen, oder? Die Drachenvariante. Ja, kann es werden, das kommt ein bisschen auf Zufall an. Genau. Okay, da hätte ich irgendwie ein bisschen schlechtes Bauchgefühl gehabt, wenn du dann gleich den schwarzen Läufer in der Folge 4 enkettierst und ich meinen Angriff am Königsflügel nicht wie geplant fahren kann. Aber so
Hätte ich jetzt tendenziell mit E6 gerechnet, vielleicht mal mit D5. Ja, wie gesagt, also D5 ist halt nicht so sinnvoll, weil man den einfach rausnimmt und Genau. dann Springer C3 die Dame wieder vertreibt und dann hat man wirklich nur einige Tempi gewonnen und spielt die Stellung dann halt so, wie sie ist. Und ansonsten die typischen Züge, die jetzt halt passieren aus schwarzer Sicht, sind halt nicht immer, aber viele Spieler spielen halt hier D6 oder E6. Und das hat halt den Vorteil, dass Schwarz nicht so aktiv im Zentrum aufgestellt hat. Denn ein typisches Problem des königsländischen Angriffs, oder was heißt Problem, aber der Nachteil ist ja im Prinzip, du baust dich solide auf, aber du kümmerst dich eigentlich nicht so richtig ums Zentrum. Ne? Du hast die Bauern auf D3 und E4 stehen, D5 ist natürlich kontrolliert und du hast diesen Springer, der hier so ein bisschen Einfluss natürlich hat. Aber das ist nichts mit Vergleich zu den klassischen Strukturen, die du sonst hast, wo du wirklich da im Zentrum ja eigentlich gleich Rabatz machst, in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist ja eher ein bisschen ruhiger angelegt. Und je nach Zugfolgen kann Schwarz halt dann versuchen, natürlich selber das Zentrum in Beschlag zu nehmen. Und wenn du hier halt Springer F3 spielst und er halt D6 macht oder halt E6 macht, dann ist er dafür nicht so aufgestellt, wie es jetzt in der Partie kommt. Wir werden dann gleich den Unterschied sehen. Aber wenn er jetzt hier zum Beispiel E6 macht und du machst hier ein ganz normales D3 und er sagt, okay, ich weiß jetzt Bescheid, dann macht er jetzt vielleicht D5. Das wäre hier jetzt sehr typisch. Jetzt würdest du was spielen? Auf D5 kommt bei mir auf jeden Fall Springer D2, Genau. um zu ver also Springer B2, um zu verhindern, dass nach einem Bauernabtausch im Zentrum die Damen getauscht werden, weil ich will meine Dame für meinen Angriff auf dem Brett halten. Super, wunderbar. Genau richtig. Zusätzlich stabilisiert der Springer noch so ein bisschen E4. Und dann kommen wir früher oder später immer zu der spannenden Frage, ob für Weiß halt der Zug E5 interessant ist. Und da muss sich Schwarz hier natürlich immer drum kümmern. Er kann natürlich selber irgendwann E5 machen, vielleicht. Aber das hat dann immer den Nachteil, dass ihn das jetzt ein Tempo gekostet hat. Denn er hat ja erst E6 gespielt und spielt dann später E5. Es gibt eine Menge Varianten auf die Art und Weise, auch über die französische Zugfolge, also klassisch aus E4, E6 entstanden. Da könnte man ja auch so spielen. Und die Sache hier ist halt aber immer, dass ihn das halt ein Tempo kostet. Und dementsprechend ist halt zweiten Springer F3 wesentlich interessanter. Es ist natürlich auch hier möglich, dass dein Gegner Springer C6 spielt. Dann haben wir tatsächlich keinen Unterschied zu dem, was jetzt in der Partie tatsächlich kommt. Aber das ist nicht so ein häufiger Zug hier tatsächlich, sondern die meisten Spieler oder einige zumindest spielen D6 oder E6 an der Stelle. Und da hättest du dann auf jeden Fall schon so einen kleinen Pluspunkt mitgenommen gegen diese Züge. Ja, interessant, absolut, super. Das ist hier das, was wir hier nochmal mit auf den Weg geben können. Genau, und nach der Zugfolge D3, wie es jetzt dann passiert ist, weiß ich jetzt an dieser Stelle halt Bescheid. Und habe das halt gleich versucht zu nutzen, indem ich jetzt halt tatsächlich Springer C6 spiele, den ich normalerweise nicht spiele. Normalerweise würde ich zweitens immer D6 spielen. Und versuche das jetzt halt direkt auch auszunutzen in der Partie. Du machst jetzt hier Springer D2, deinen typischen Zug. Und ich komme jetzt hier direkt mit D5. Jetzt habe ich halt im Prinzip auch schon den Umstand ausgenutzt, dass dieser Springer bereits gezogen hat. Nicht? Der Springer steht jetzt auf D2. Kann nicht mehr auf C3 und deswegen brauche ich mir darüber jetzt keine Gedanken machen, dass du den vielleicht nimmst, weil dann nehme ich tatsächlich mit der Dame, aber du hast halt keine Figur, um meine Dame da irgendwie zu behelligen. Von daher macht das tatsächlich hier nichts. Ah, interessant, okay. Und das wären alles Möglichkeiten, die ich sonst halt nicht gehabt hätte. Ja, klar, da habe ich sowohl diesen minimalen te potenziellen Tempovorteil nicht mitgenommen und ich habe zu transparent gespielt. Du wusstest genau, wie du reagieren musst. Genau, das ist so ein bisschen die Sache beim königlichen Angriff. Deswegen ist halt auch eine spannende Frage, da werden wir uns auf dem Kanal auch noch kümmern, ob man halt tatsächlich mit erstens E4 starten sollte oder mit erstens Springer F3. Da gibt es halt verschiedene Argumente für das eine, für das andere. Es gibt auch viele spannende, konkrete Zugfolgen, über die man sich da mal unterhalten muss. Das werden wir in nächster Zeit auf dem Kanal uns nochmal genauer angucken. Und ja, wie hat hier, dadurch, dass du zweitens D3 gespielt hast, war es halt sehr klar für mich, worauf du hinaus willst. Und konnte mir natürlich schnell meinen Plan machen, okay, wie möchte ich denn dagegen spielen? Das ist so ein grundlegendes Konzept für Öffnungen, dass das manchmal ganz spannend ist, bestimmte Zugreihenfolgen, bestimmte Züge manchmal nach hinten zu schieben, damit der Gegner gar nicht weiß, okay, wo geht denn diese Figur eigentlich hin? Das sieht man bei Springern häufiger, manchmal auch bei Läufern, dass man dann gar nicht so weiß, okay, wo geht die Figur eigentlich hin? Geht der auf das Feld? Geht der auf das Feld? Das macht manchmal noch große Unterschiede. Gut, schauen wir weiter. Ansonsten geht das hier ja jetzt normal und logisch weiter. Ne? Du hast jetzt Springer F3 gespielt. Das macht Sinn. Klar, der Springer muss jetzt raus. Ich mache Springer F6. Versuche halt gleich jetzt auch so ein bisschen Druck aufs Zentrum aufzubauen, dass du dich nicht ganz so frei entfalten kannst.
Ja, du spielst G3, absolut logisch, passt ja jetzt auch wunderbar ins System. Im Zentrum ist ja soweit alles erstmal gedeckt, von daher macht das ja Sinn. Mhm. G6 macht natürlich auch Sinn. Und ja, Läufer G2, Läufer G7, soweit auch alles klar. Ja. Was sollte hier sonst passieren? Und ja, Rochade, Rochade, soweit auch klar. Das ist alles relativ Standard, genau. Und jetzt genau. Bei mir die Überlegung, es gibt ja so diese Regeln, ich glaube, das sagst du auch recht häufig, dass E5 so ein bisschen davon abhängt, ob du jetzt rochierst auf dem Königsflügel. Genau. Das war eben so der Punkt. Zum einen, okay, ich dachte mir, ich muss abwarten, bis du rochiert hast. Und zum anderen war ich halt dadurch, dass du deinen Läufer 4 quittiert hast und alles von deinem Aufbau her, war ich so ein bisschen aus dem Konzept raus. Mhm. Und ich glaube, das merkt man auch jetzt relativ schnell, denn ich habe dann nochmal versucht, auf der E-Linie den Bauern zu stabilisieren mit E1. Mhm. Und dann kam von dir E5. Das ist ja, wie gesagt, eigentlich der Zug, den ich gern spielen würde. Und dann war eben, ja. Aber Entschuldigung, jetzt kannst du nochmal. Alles gut. Hast du aber super erklärt, genau. Ja, hier gibt es halt so ein paar Punkte. Ich habe das hier und da in meinem anderen Video schon mal angedeutet. Wir werden uns hier mit dieser Problematik, dieses schwarzen Aufbaus auch nochmal auseinandersetzen. Hier gehen halt viele dieser typischen Standardpläne nicht. Das Problem ist hier, selbst wir machen das mal hier mit, machen hier mal Turm E1, wie es in der Partie auch kam. Der ist auch absolut in Ordnung, ne? Der macht tatsächlich auch Sinn, so oder so, dass dieser Turm hier eventuell E4 deckt oder auch schon mal auf den Punkt E5 guckt. Und ich mache jetzt einfach mal einen Nullzug für Schwarz, mal ganz kurz einfach hier, um das anzutesten. Wir machen mal A6, der tut ja eigentlich nichts hier für die Stellung. So, und jetzt sehen wir aber, oder können wir mal überlegen, ob E5 hier tatsächlich jetzt sinnvoll ist. Was würdest du jetzt, was wäre jetzt der Antwortzug von Schwarz? Ja, mit Sicherheit bringe die 7. Bist du sicher? Bin ich nicht sicher. Dann nee, pass auf. Darf ich noch mal ganz kurz reingucken? Ja, überleg mal ganz in Ruhe. Wo geht dieser Springer hin? Ah, nee, pass auf, stimmt. Ach, genau. Da kann ich mich jetzt erinnern an ein Video von dir. Mhm. Und zwar, es kann Schwarz auch ein bisschen schärfer spielen, glaube ich, mit G4. Springer G4, oder? Genau. Genau, das du kannst schon bei mir hinten ein bisschen reingucken und da kann ich unmittelbar nicht viel machen, glaube ich. Genau, das ist das typische Problem dieses Aufbaus, den Schwarz hier gewählt hat. Der Springer guckt jetzt da auf E5, der guckt auf E5 und der guckt auf E5. Und das sorgt jetzt schon direkt für Probleme, denn der kann schon nicht mehr vernünftig verteidigt werden. Ja. Da gibt es schon keine Lösung mehr. Genau. Und das ist das Problem und das ist auch der Grund, warum Weiß in diesen Aufbauten oder gegen diesen Schwarzaufbau eigentlich nicht mehr zu E5 greift, sondern andere Mittel tatsächlich wählt und positionell weiterspielt und nicht klassisch auf Angriff, weil das hier halt tatsächlich keine Früchte mehr trägt. Das kriegt man hier nicht hin. Dafür ist Schwarz einfach zu sehr auf diesen Punkt E5 fixiert, auch wenn er ihn bis zu diesem Zeitpunkt hier zumindest in der Partie noch nicht mal besetzt hat. Nicht? Ja, macht absolut Sinn, weil im ganz klassischen Aufbau hast du wahrscheinlich Läufer E6 gespielt, ziehst Springer D7, da gucken dann zwei Figuren drauf, den kann ich dann stützen mit Dame D2 und komme in meinen klassischen Aufbau wieder rein. Genau. Aber in dem Moment, wo du mit drei Figuren drauf schaust auf mein E5, macht das keinen Sinn mehr. Genau, genau, das ist hier das Problem. Also es gibt viele andere Aufbauten, wo es tatsächlich möglich ist. Zum einen hast du schon gesagt, wenn Schwarz halt tatsächlich den Läufer nicht nach G7 gestellt hätte, sondern hätte E6 und Läufer E7 gespielt, dann kann man E5 trotzdem immer durchdrücken. Das ist so der Klassiker, den wir ganz oft auf dem Kanal gesehen haben. Es ist auch ähnlich möglich, falls er E6 und den Springer nach E7 stellt. Auch dann kriegt er nicht so viel Druck auf E5. Auch dann kann man in der Regel ganz gut E5 spielen. Aber gegen genau diese Konstellation mit Springer F6, Springer C6, Läufer G7 ist es halt nicht so einfach, das irgendwie durchzusetzen sinnvoll. Und deswegen macht man das tatsächlich hier in dem Fall auch nicht. Ich habe dir die Entscheidung jetzt ja eh abgenommen als Schwarzer, indem ich gesagt habe, alles klar, gut, ich besetze jetzt das Zentrum, ich weiß ja, worum es hier geht und ich weiß ja auch, dass das ich sage mal jetzt mal nicht das Problem ist, aber eine der Problematiken ist beim königlichen Angriff, wenn der Gegner halt weiß, was er tut, dann besetzt er halt auf so eine Art und Weise zum Beispiel das Zentrum und dann funktionieren zumindest diese klassischen Königsangriffe nicht. Ja, ja. Okay. Und ich muss mich halt mit meinem Spiel muss ich mich halt auf möglichst klassische Muster und Motive verlassen können und bin halt oft dann relativ schnell raus. Ja. Was dann in dem Fall jetzt auch der Fall war. Ja,
Da gucken wir mal, wie du improvisiert hast oder was denkst du jetzt über die Schlange? Jetzt, wo du weißt, also jetzt ist ja klar, dadurch, dass E5 auf dem Brett steht, geht E5 nicht mehr. Was hast du dir hier so für Gedanken gemacht? Und für dich ist das ja quasi jetzt komplettes Neuland. Du hast diesen klassischen königlichen Angriff im Plan, wie wir ihn immer hier gesehen haben. Und jetzt müssen wir hier irgendwie anders spielen. Absolut, ja. Also eben dieser ganz klassische Plan mit H4 Bauer noch, mit den H-Bauern noch vorne, den habe ich eigentlich relativ schnell verworfen. Das wäre höchstens noch eine Verzweiflungstat gewesen. Du hast ein schönes Zentrum im Großen und Ganzen. Du hast den E5 wirklich schön stabilisiert. Den kannst du auch jederzeit mit einem Springerzug weiter stabilisieren. Du hast drei Bauern im Zentrum mit C5, D5, E5. Ich hätte wahrscheinlich jetzt irgendwie positionell versuchen müssen, auf dem Damenflügel irgendwas zu machen. Und habe mir dann gedacht, okay, ich versuche mal einfach im Zentrum was abzutauschen und guck, ob sich da irgendwas tut. Jawohl. Das war dann auch schon der mittelfristige Plan. Ich weiß nicht, ob der Zug so falsch ist mit E schlägt D5. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich hätte gedacht, quasi, wenn er auf E schlägt, D5, dann vielleicht E4 folgt von dir, könnte ich wieder schlagen, dann kämen deine Springer nach vorne. Es war, ich war insgesamt ein bisschen unkonzentriert, ich habe nicht sinnvoll gerechnet. Mhm. Ich habe jetzt aber auch keine andere Möglichkeit gesehen, um am Damenflügel irgendwas zu bewegen. Vielleicht wäre schon mal irgendwie C3 sinnvoll gewesen, um dann mit D4 in das Zentrum reinzugehen und ein bisschen mehr Angriff reinzubringen. Es war sehr schwierig für mich, da positionell irgendwas zu entdecken und was zu machen. Also der Zug, den du jetzt gespielt hast, den würde ich grundsätzlich ja auch erstmal tatsächlich wahrscheinlich sogar als ersten empfehlen. Die Problematik ist, wenn du nicht auf D5 nimmst, dann kann es immer mal sein, muss nicht direkt passieren, aber kann auch langfristig passieren, dass vielleicht Schwarz irgendwann zu dem Zug D4 greift. Und das abschließt. Und dann haben wir im Prinzip, oder dann könnten wir in so Richtungen kommen, dass tatsächlich so ein klassischer Königsinder jetzt wird mit vertauschten Farben. Dann ist aber die Frage, ob die weißen Figuren dafür halt so toll stehen. Zum einen ist diese Konstellation mit dem Läufer hier relativ solide dann. Da wird es schwer, was gegen zu machen. Zum anderen hast du so Kleinigkeiten, dein Turm steht auf E1, stört sich statt auf F1, das würde hier auch wieder Zeit kosten, die du dann verlierst, weil klassisch müsste der dann hier rüber, dann müsste man vielleicht den Springer wegziehen, müsste dann F4 machen und sowas, aber das wird halt alles ein bisschen dauern und Schwarz ist hier drüben relativ, oder kann hier relativ zügig tatsächlich sein, also das könnte ein Thema sein. Und auch ansonsten spielt dein Turm auf E1 halt sonst nicht mit und macht halt tatsächlich relativ wenig. Und deswegen wäre es jetzt tatsächlich relativ typisch, hier jetzt rauszutauschen. Gibt noch ein paar andere Situationen mit dem Zentrum. Gucken wir uns späterem Zeitpunkt nochmal auf dem Kanal an, wo das interessant ist. Und jetzt haben wir im Prinzip auch eine Art Königsinner mit vertauschten Farben tatsächlich. Wenn wir jetzt von der normalen Struktur her gucken, du hast jetzt hier eigentlich königsindisch-typische Züge gemacht hier bis zu diesem Zeitpunkt und aus weißer Sicht ist es, oder aus jetzt schwarzer Sicht ist es tatsächlich auch eine Art Königsinder halt hier jetzt quasi aus weißer Sicht halt mit G3 gespielt, das wäre jetzt hier G3 und Läufer G2 im Prinzip umgedreht. Ja, klar. Aber ansonsten ist es genau diese Thematik. Und hier kann sich jetzt aber im Gegensatz zum klassischen Königsinner sehr interessant in manchen Bereichen dieses Mehrtempo für dich bemerkbar machen. Was ja als jetzt als Weißer im Gegensatz zum Schwarzer ein Tempo mehr, beziehungsweise eigentlich sogar zwei, weil typischerweise wäre jetzt in der Stellung, wenn wir das exakt andersrum spielen mit Vertauschen haben, wäre dein Gegner jetzt dran, stattdessen bist du dran. Und daraus lässt sich manchmal auch dann in diesen Varianten was machen. Also wenn man hier weiß, was man tut, dann kann der Gegner in manche normale Varianten nicht reinkommen, weil du halt dieses Mehrtempo hast. Und das kann teilweise sehr unangenehm werden. Also sagen wir mal, typische Züge, wenn wir jetzt erstmal gucken, wie man hier ganz einfach spielen könnte und sollte, kannst du ja vielleicht nochmal kurz selber überlegen. Bist du mit deinem Partiezug zufrieden? Ich nehme mal an, nicht. Ohne den jetzt schon mal verraten zu wollen. Nee, das war gar nicht schön. Okay, gut. Das hat sich nicht gut angefühlt. Okay, dann gucken wir mal. Was könnte man hier sonst machen? Ja, also deine beiden Springer, die gucken schon so ein bisschen Richtung Damenflügel tendenziell. Und ich hätte da vielleicht tendenziell vielleicht das Feld B4 abdecken sollen. Es kam dann von dir B4 natürlich.
Vielleicht wäre dann sogar jetzt irgendwie C3 sinnvoll gewesen, um das Feld abzudecken. Ja, also das ist auf jeden Fall rein strukturell immer ein interessanter Kandidat. Man muss halt ein bisschen aufpassen, weil der hier natürlich trotzdem zur Schwäche neigen kann dann. Aber Das stimmt. trotzdem kann das interessant sein, um mir die Felder halt B4 und D4 wegzunehmen. Also das ist auf jeden Fall immer ein Kandidat. Da muss man immer vorsichtig sein, ob das Timing mit dem tatsächlich stimmt. Aber ja, Ja. auf jeden Fall. Gut, da war mein Zug mit C4 quasi der Worst Case, weil ich gebe das Feld B4 frei für deinen Springer und du kannst trotzdem langfristig dann auf die Schwäche, auf D3 gucken, die ich erzeugt habe. Das war absolut suboptimal. Aber was könnte ich denn noch machen? Also ich sage mal so, D4 kontrollierst du mit den beiden Bauern im Zentrum. Der Springer auf C6 guckt rein. Da ist wohl nicht viel zu machen. Ich könnte natürlich versuchen, mit dem Springer auf D2, vielleicht mit einem Zug nach E4, C4 ein Vorrücken deiner Bauern zu verhindern, damit du mir noch mehr Raum nimmst. Ja, das sind grundsätzlich gute Ideen in dieser Struktur, mit denen man ja auch vor allen Dingen ein bisschen Druck auf den Gegner machen kann. In der Regel ist hier Springer C4 eher der Zug, den du machen möchtest, als Springer E4. Okay. Die Sache ist, dass der Springer auf E4 eigentlich nur ein Ziel hat und das ist dieser Bauer auf C5. Und wenn der erstmal verteidigt ist, dann tut er da nicht viel. Gegebenenfalls wird er früher oder später sogar mal mit F5 weggetreten. Weil F5 ist ein Zug, den Okay. Schwarz vielleicht sowieso machen möchte. Muss nicht jetzt sofort passieren, aber es liegt zumindest immer so ein bisschen in der Luft. Und das andere, was nicht ganz so schön ist, auch wenn es sowieso so aussieht, als macht es keinen Unterschied, aber dieser Läufer wird halt nochmal zusätzlich verstellt. Das soll eigentlich hier eine starke Figur auf der Diagonalen werden. Und Stimmt. jetzt ist die Diagonale völlig zugestellt. Wenn der Springer halt auf C4 steht, steht zumindest eine Figur weniger da. Das kann auch schnell mal taktische Operationen zumindest möglich machen, weil den Springer von F3 kannst du ja schnell wegziehen. Jetzt müsstest du aber schon zwei Springer wegziehen, um irgendwelche taktischen Motive zu haben. Das wird dann schon schwierig. Ja, und ich habe auch bloß begrenzten Raum im Endeffekt. Das wird echt, Genau. das ist nicht schön. Nee. Also der typische Zug wäre hier tatsächlich Springer C4. Da gehört er eigentlich hin. Da hat er halt seine Aufgaben und ja, das würde ja auch direkt vielleicht schon eine erste kleine Drohung aufstellen, oder? Ja, absolut. Jetzt gucke ich nämlich mit zwei Springern und dem Turm auf den E5. Genau, jetzt hängt er nämlich tatsächlich schon. Jetzt müsste sich Schwarz halt erste Gedanken machen, wie er hier darauf reagiert. Und wir können ja mal einen Beispielversuch nehmen, der vielleicht relativ logisch aussieht. Ich mache mal einen Vorschlag hier. Was hältst du von Dame C7? Dame C7 ist ja eigentlich, also nicht an der Stelle, sondern ein bisschen früher, auch ein Standardzug unter Umständen, oder? In dem System. Durchaus, durchaus. Hat Ja, auch also macht langfristig Sinn. vielleicht die Idee, einen Turm mal nach der 8 zu stellen, das vielleicht sowieso oder früher oder später kommt. Ja. Könnte durchaus interessant sein. Also du unterstützt einen E5-Bauern. Könntest vielleicht, was könntest du mit der Dame an der Stelle noch machen? Ja gut, wenn dein Bauer mal nach vorne ziehen sollte, wäre halt die Dame dann schon auf der Diagonale H2 B8, wenn das irgendwie wichtig wäre. Kann ich da gleich einen Gegenangriff fahren und du mit der Dame deckst? Lass mich kurz mal überlegen. Eigentlich macht er zu, also ich denke, er ist für dich gut spielbar. Er ist für dich besser spielbar, als wenn ich E5 gezogen habe, weil da gibt es doch die Gefahr, dass ich dann mit Läufer C4 deine Dame bedrohen könnte mit Tempo und dich unter Zugzwang bringen. Und das ist jetzt auch nicht gegeben, die Gefahr. Also ich finde den Zug eigentlich ganz schön. Du meinst Läufer F4? Ja. Ah, Entschuldigung, natürlich Klar, F4, genau. kann man natürlich mal Also das versuchen, ist. da die Das Dame ist zu nicht treten. möglich. Also eigentlich, vielleicht gäbe es bessere Diagonalen oder bessere Felder, wo man die Dame. Nee, aber auch kurzfristig. Würdest du sagen, es gibt einen Grund, mit Läufer E8 zu decken, damit du den. Entschuldigung, mit Turm E8 und dann Läufer F8 folgen zu lassen und den Läufer auf eine andere Diagonale zu bringen? Nö, den Läufer würde ich gerne auf G7 lassen. Den behältst du. Genau. Aber Okay. es gibt tatsächlich trotzdem ein Argument gegen Dame C7. Dame C7 ist Okay. zwar grundsätzlich ein Zug, den man gern machen würde,
aber zeigt tatsächlich schon die konkreten Probleme, über die ich eben gesprochen habe. Kleiner Tipp, so grundsätzlich, der Zug hat natürlich Vorteile, die haben wir gerade beleuchtet. Lass mal ganz kurz über die Nachteile nachdenken. Wo ist der Nachteil von damit D8 nach C7? Jeder Zug hat immer Nachteile, grundsätzlich im Schach. Sollte man sich immer merken, egal was es ist. Bauernzüge noch viel krasser als andere Züge, weil es nicht zurückgenommen werden kann, eine ganz einfache Sache. Aber auch ansonsten kann jeder Zug hier schon große Nachteile mit sich bringen. Große Nachteile, okay. Ja, so konkret. Müsste ich den jetzt schon sehen unmittelbar? Nee, mach's mal ganz, überleg mal ganz einfach darüber. Wo ist der Unterschied, ob die Dame auf D8 steht oder auf C7? Ja, dein Springer würde jetzt, dein Springer auf D5, der hängt jetzt. Also, er ist nicht gedeckt. Er ist nicht gedeckt, ich kann ihn jetzt natürlich nicht bedrohen. Er ist nicht mehr gedeckt, genau. So, und jetzt bist du dran. Ja, jetzt stimmt, hast du mir, Läufer auf der Diagonale. Jetzt hast du mir, überleg mal ganz ruhig, jetzt hast du mir, was Weiß jetzt darauf antwortet, auf diesen Zug, Dame C7. Gott. Wenn ich jetzt spiele, Springer F schlägt E5, dann würde ich ja die Diagonale öffnen und hätte eine Drohung auf den D5-Springer. Das heißt, wenn du wieder auf E5 reinschlägst, kann ich dafür deinen Springer schlagen und der weiße Läufer würde erstmal gar nicht so schlecht stehen, scheinbar. Ja. Okay, ja, macht Sinn. Okay. So ist es. Das ist nämlich genau das Problem und da sieht man nämlich, wie schnell das tatsächlich gehen kann, dass dieser Läufer auf der Diagonalen, obwohl er eine Figur vorstand, plötzlich hier eine Aufgabe hat und eine Bedrohung darstellt. Wow. So schnell kann es tatsächlich gehen. Deswegen, ja, sollte Schwarz zumindest hier jetzt konkret erstmal nicht zu Dame C7 greifen. Vielleicht spielt er den später, aber hier erstmal nicht. Sondern müsste halt, ja, Turm E8 zum Beispiel spielen oder könnte vielleicht auch Argumente für F6 finden. F6 hätte halt den Vorteil, dass es den dauerhaft stabilisiert und man sich nie wieder darum kümmern muss. Das würde halt den Springer von C6 entlasten. Der hätte jetzt mehr Freiheiten, ne, weil der den nicht mehr decken muss. Aber wie gesagt, auch Turm E8 Springer C4 machen wir noch. Aber auch Turm E8 wäre hier relativ typisch. Okay. Und jetzt können wir vielleicht noch einen typischen Zug für Weiß nochmal machen und danach, ja, würde sich halt eine normale Partie ergeben. Wir wollen ja jetzt auch nicht zu tief reingucken. Einfach nur mal, dass man so ein paar typische Ideen jetzt hier gesehen hat oder du gesehen hast, wie du hier weiterspielen könntest. Vielleicht einen Zug noch, also nicht C3, über C3 haben wir schon gesprochen. Mir geht es noch um einen anderen typischen Zug, den man hier jetzt vielleicht machen sollte, in Erwägung ziehen sollte. Was hättest du hier noch für Ideen? Was hätte ich hier noch für Ideen? Ich könnte... Ideen, also mal so aktuell. F6 hätte wohl vielleicht auch den Vorteil von dir gehabt, dass du G5 deckst. Und so könnte ich jetzt vielleicht mit meinem schwarzfeldrigen Läufer noch G5 gehen. Aber würde das irgendwas bringen? Nee, ich könnte noch mal Druck auf den E5 machen mit der Dame noch E2. Könntest du machen. Andererseits fühlt sich das irgendwie aber auch nicht so gut an. Was steht denn noch so suboptimal? Also mein Läufer hätte durchaus eine Funktion auf der Diagonale. Mein Springer auf C4 hat ja andere bessere Felder unmittelbar. Sehe ich jetzt nichts auf die Schnelle. Also ich sehe im Zentrum gerade nicht so die Möglichkeiten für mich, da groß was zu machen. Wäre es sinnvoll, irgendwie mit den Bauern auf dem Damenflügel anzufangen, was zu machen? Gute Frage. Hast du da irgendwelche Ideen? Also ja, C3 hatten wir schon. C3 unter Vorbehalt ist natürlich immer eine Idee, aber um den geht es mir jetzt nicht. Sondern mir geht es um einen anderen typischen Zug, dass wir den nochmal kurz erläutern und verstehen. A3 würde B4 decken, dann hätte ich deinem Springer schon mal das Feld genommen, falls du da was vorgehabt hättest. Allerdings wollen wir wahrscheinlich früher oder später EC3 machen. Dann ist die Aufgabe sowieso schon erledigt. Das stimmt natürlich.
Ja gut, ich habe ja nicht mehr viele Möglichkeiten. Ich hätte noch A4 oder B3 oder B4. Okay. Da muss ich jetzt sagen, was wäre denn da am sinnvollsten? Also deine beiden Springer gucken nach B4. Wo wäre denn deine Angriffsmarke für mich? Wo könnte ich denn da was machen auf dem Damenflügel? Es geht nicht immer nur um Schach, um Angriffen. Manchmal geht es auch so ein bisschen um Verhindern erst einmal. Das ist Klar, stimmt. hier tatsächlich auch jetzt mehr der Fall. Manchmal kann man das langfristig auch positiv für sich hier nutzen, aber der Zug, um den es hier geht, der hat erstmal die Funktion, eigentlich was zu verhindern. Und Okay, zu verhindern. Was droht denn hier auf dem Damenflügel? Ein Springerzug von dir? Ja, du könntest natürlich auch vielleicht mit B5 deinen Springer angreifen. darum geht's, genau. Das könnte Okay. unangenehm werden. Der musste halt wieder weg und er hat halt nicht wirklich schöne Alternativfelder, sondern das ist mit Abstand halt sein bestes Feld. Okay. Und Ja gut, dann wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit wäre dann ja A4. genau, den wollen wir da halt behalten und schützen, dass der da halt nicht vertrieben wird und dass der da halt möglichst lange stehen bleibt, weil das eine ganz wichtige Figur ist. Der ist auch für Schwarz hier relativ störend. Einmal, weil er auf E5 guckt. Manchmal kann es auch eine Option sein, dass der hier tatsächlich mal Hallo sagt. Nicht, je nachdem, was halt so in ferner Zukunft passiert, weil das ja auch tendenziell ein schwaches Feld ist, nicht? Nachdem der E und der C-Bauer von Schwarz so weit vorgerückt sind, können ja auch alle Felder hier, das können ja alles tendenziell mal irgendwelche Löcher werden, auf denen man rumtreten kann. Jetzt sind natürlich noch viele Figuren da, die es decken, aber das kann immer mal wieder eine Möglichkeit sein. Genau, also A4 wäre jetzt hier der typische Zug und dann muss man als ja, Weißer halt gucken, wie man immer weiterspielt. Gibt halt verschiedene Ideen, was man da noch machen kann, aber ja, wir wollen jetzt hier nicht zu tief drin abtauchen, aber nur so als Grundplan, so in der Richtung könnte man das jetzt erstmal spielen. Der Läufer auf C1 bleibt in der Regel relativ lange hier, weil er halt kein vernünftiges Feld hat. Wenn du den nach G5 stellst, wie du schon hast, wird er vielleicht einfach nur mit F6 erstmal weggetreten, muss dann eigentlich wieder zurück. Auf D2 steht er nicht wirklich besser, erfüllt eigentlich auch keine Funktion. Das heißt, in der Regel bleibt er hier stehen und man versucht halt ohne den tatsächlich erstmal was zu machen. Okay, ja, macht Sinn, absolut. Typische Züge, nur so mal ganz schematisch, wie Weiß hier vielleicht spielen könnte, wäre halt C3 vielleicht im nächsten. Eventuell hier sogar A5 spielen, um hier noch Raum zu gewinnen und dann halt vielleicht versuchen, diesen Läufer auf der Diagonalen irgendwie zu nutzen. Das könnten sein so Manöver wie eventuell Dame B3, vielleicht auch Dame A4 dann tatsächlich mal, um halt auf dieser Diagonalen irgendwie Druck auf verschiedene Felder zu entfalten. Ja, Eventuell klar, kann man auch darüber interessant. nachdenken, diesen Springer von F3 hier mal wegzuziehen. Typische Route könnte sein, über G5 oder über D2 den nach E4 zu bringen, den C5 mal anzuknabbern oder vielleicht mal so einen Springer auf D6 hier tatsächlich reinzupflanzen. Das Wow. wären so die typischen schematischen Züge. Ja, kommt jetzt natürlich ganz darauf an, was Schwarz macht, aber nur so von den Ideen her, so könnte man dann hier versuchen weiterzuspielen. Ja, absolut. Und solche Ideen sind ja auch für mich total wichtig, weil ich ja aus dem Bauch raus oder auch durch meine mangelnde Erfahrung so eine Stellung nicht so gut beurteilen kann und auch nicht Genau. sehe, was da sinnvolle Routen wären und so. Sehr Genau. schön. Deswegen gerade wichtig, sowas dann tatsächlich so ein bisschen Gefühl damit zu kriegen, so Ideen einmal gesehen zu haben. Ich würde nicht empfehlen, deswegen will ich das jetzt auch nicht an der Stelle zu weit treiben. Konkret jetzt, was wären jetzt hier die besten Züge, wie reagiere ich genau auf welchen Zug? Sondern einfach so ein bisschen Leitfaden an die Hand zu geben. Okay, das wären jetzt hier die thematischen Züge und ja, probiere das dann in der Praxis im Prinzip einfach mal aus. Weil sich da jetzt tausend Varianten als Anfänger zu merken, das macht wenig Sinn. Wenn du das bis hier Nee. soweit hast, dann sind das schon, nicht mit A4, jetzt haben wir schon den 12. Zug gemacht aus weißer Sicht. Das ist schon wunderbar, nicht? Und ab jetzt kann man dann gucken, wie man hier tatsächlich weiterspielt. Ja, schön. Wenn bis zum 12. Zug noch nichts in die Hose ging, dann ist eh schon Jo, gut. siehst du. Genau, so sieht das dann aus. Ja, lass uns mal zurück zur Partie kommen. Da ging es ja nach Ja. Springer schlägt D5 ein bisschen anders weiter. Und zwar mit dem Zug C4. C4, ja. Genau, das kann manchmal tatsächlich auch in diesen Strukturen sinnvoll sein. Hier hat es leider ein ganz konkretes Problem, nämlich nach Springer D4. Ja, ist halt der D3 zweimal angegriffen und nicht verteidigt im Moment. Und
Das ist halt jetzt das Loch, was du dir jetzt im Prinzip geschafft hast. Nicht? Der E-Bauer ist nicht da, der C-Bauer ist jetzt weit vorgerückt und du hast dir jetzt selber, auch so oder so, selbst wenn der jetzt nicht verloren ginge, ist das natürlich ein hohes Risiko, weil das ist jetzt auf jeden Fall ein rückständiger Bauer. Nicht? Weil der C-Bauer ist sogar noch weiter vorgerückt, also das ist noch viel gefährlicher, als hätte man nur später, wie wir es eben gehabt haben, C3 gespielt, weil dann hat man zumindest die Felderhunde. Aber das hier ist ein Riesenloch und das hier ist jetzt auch ein Riesenloch und ja, in diesem Fall geht er sogar konkret verloren. Ja, absolut. Die Dame guckt unmittelbar drauf nach dem Zug. Ja. Mein Springer guckt drauf und ich glaube, da hat es mich dann quasi endgültig auch zerworfen in der Stellung. Ja, was habe ich mir jetzt gedacht? Ich dachte mir, okay, vielleicht kann ich den mit Läufer F1 decken, aber ist absolut kein sinnvoller Zug, auch nach dem, was du mir vorher alles schon erklärt hast, dass der Läufer ja tatsächlich vielleicht irgendwann auf der Diagonale mal eine Funktion hat. Es ist eigentlich absolut falsch, den da jetzt wegzuziehen. Genau, das zum einen. Zum anderen hast du ihn ja im weiteren Verlauf dann gegen den Springer getauscht. Und grundsätzlich haben wir hier ja eine relativ offene Stellung, wo Läufer ziemlich stark sein könnten. Auch dieser Läufer hat halt immer noch ihr Potenzial. Ne? Ist ja nicht eingesperrt, ist nicht durch Bauern blockiert. Hier werden ja eigentlich auch keine Bauern mehr auftauchen. Ne? Sondern der ist hier wirklich, das ist eine relativ starke Figur. Und die sollte man versuchen eigentlich zu behalten. Den anderen Läufer könntest du eigentlich besser abgeben, weil das ist eigentlich immer deine Problemfigur, die sowieso nicht so viel macht. Nicht? Den könntest du eher abgeben oder halt vielleicht den versuchen, mit einem Springer zu tauschen. Aber jetzt diesen Läufer für diesen Springer herzugeben, ist sowieso auch grundsätzlich dann ein schlechter Abtausch. Okay, ist zudem noch schlecht, also hier müsste man jetzt gucken, dass man den halt, ja, du musst jetzt, klar, du musst jetzt irgendwie gucken, du musst das kleinste Übel wählen. Schwer zu sagen, was jetzt hier das Beste ist. Aber ja, irgendwie muss man diesen Springer da drin halt kurzfristig akzeptieren und hoffen, dass nichts weiteres Schlimmes passiert. Ist allerdings schwierig, hier konkret jetzt auch Vorschläge zu machen, was man hier hätte, was man hätte konkret spielen können. Ja, ich kriege den halt nicht ausreichend gedeckt, also der ist definitiv weg erstmal. Genau. Ja, genau. Eben. Und dann, ich habe ganz kurz mal überlegt, ob ich es irgendwie schaffe, vielleicht mit Turm E3 auf der dritten Reihe dann irgendwie vielleicht Druck auf dieses Feld wieder auszuüben, wenn du einmal da drin stehst. Hab da aber auch nicht so wirklich Land gesehen. Also irgendwie, ab da brannte die Hütte, würde ich sagen. Ja, ich gehe davon aus, dass das Problem auch relativ direkt nicht vernünftig zu beheben ist, weil dafür habe ich auch einfach zu viele andere, auch lästige Züge, die noch im Raum stehen. Es gibt ja auch den Kandidaten noch, um dann nochmal mehr Druck drauf zu machen und so. Also das ist halt, selbst wenn man da jetzt versucht, irgendwas anzuzetteln, ist das echt schwer. Und ja, man hat immer noch dieses Entwicklungsproblem. Ja, man muss das irgendwie hinnehmen, ist halt für die Praxis halt echt blöd. Also vielleicht tatsächlich sowas wie dein Turm E3 und dann halt mal gucken, was der Gegner macht und dann hier versuchen, irgendwie weiterzuspielen. Aber ja, schön ist definitiv was anderes. Gut, und wenn du tatsächlich mit dem Springer dann den Läufer auf C1 abtauscht, wäre das für mich ja sogar gar nicht mal so schlecht, weil der Läufer macht ja absolut gar nichts. Das wäre tatsächlich jetzt hier die Wunschvorstellung. Aber das hättest du wahrscheinlich eh nicht gemacht. Ich hätte es nicht gemacht, aber bei, sagen wir mal, bei anderen Gegnern hättest du vielleicht gut darauf hoffen können, dass jemand den rausnimmt und sich sagt, okay, oh, habe ich das Läuferpaar? Ist natürlich auch ein Argument, also es ist nicht ganz ohne, aber ich glaube, in diesem Szenario ist das nur eins der besten, was dir passieren kann, dass jemand diesen starken Springer gegen den Läufer nimmt und sagt, okay, alles klar, ich nehme das Läuferpaar und dann kannst du, glaube ich, noch am besten vielleicht weiterspielen, wenn nicht konkret irgendwas Schlimmes darauf jetzt folgt. Und hier ist echt schwer, also das lässt sich objektiv, glaube ich, wenn man so einen Bauern manchmal einstellt und das auch so ein wichtiger Teil der Stellung ist und der Gegner hier komplett eindringt, dann lässt sich das natürlich objektiv nicht reparieren. Nicht? Also das ist dann, das ist theoretisch ist das verloren, wenn ein Gegner alles optimal macht. Dann muss man halt versuchen, irgendwie Wege zu finden, den Gegner vielleicht noch hinters Licht zu führen. Vielleicht irgendeinen taktischen Trick, weiß ich nicht, fällt mir jetzt hier, wie gesagt, leider auch relativ wenig konkret ein, was man machen könnte. Vielleicht könnte man sowas Komisches probieren, wie vielleicht den zum Beispiel. Vielleicht einfach den und sagen, okay, jetzt deckt meine Dame das zumindest. Vielleicht habe ich hier noch einen Gegenangriff.
Das wird alles objektiv nicht funktionieren oder nicht ausreichen, aber zumindest muss sich der Gegner so ein bisschen damit beschäftigen, weißt du? Muss zumindest, okay, es ist zumindest so kann eine bessere Reaktion. Ja. Ich kann zumindest ein paar Fragen stellen und kann mal sagen, okay, alles klar, du nimmst vielleicht den, vielleicht kriege ich den dafür. Hier ist natürlich noch wesentlich mehr los, aber vielleicht kann man irgendwas in der Richtung probieren. Objektiv wird das hier sowieso alles nicht funktionieren. Ja. Ja, ich denke jetzt über so Tricks nach wie den und jetzt könnte ich vielleicht könnte ich den jetzt so rum angreifen in der Zugfolge. Jetzt würde der zumindest hängen, jetzt müsste ich hier irgendeine Entscheidung irgendwie haben und dann ja, muss man sich um den vielleicht irgendwie kümmern und naja, vielleicht könnte ich hier halt noch irgendwie, dass ich auch irgendwie versuche, jetzt aktiv noch zu werden, weißt du? Jetzt habe ich zumindest dann aktive Figuren, die irgendwie spielen und kann vielleicht hoffen, dass mein Gegner da irgendwie was, wie gesagt, objektiv braucht man nicht drüber sprechen, weil objektiv wird das nie funktionieren. Dafür ist das einfach, ist es einfach ein Bauer, der einfach weg ist. Und leider auch kein unwichtiger in der Stellung. Manchmal kann man das ja verschmerzen, weil der Bauer nicht so wichtig ist, aber das ist natürlich ein Zentralbauer, der dem Schwarzen jetzt auch erlaubt, hier einzusteigen. Das lässt sich halt objektiv nicht reparieren. Aber vielleicht etwas in diese Richtung und dann halt hoffen, noch irgendwie Gegenspiel zu kriegen. Mal so, wie es in der Partie kam, ja, blieb dann leider relativ wenig. Nach Läufer F1 habe ich den natürlich dann weggenommen. Und ja, jetzt hast du halt auch noch deinen schönen Läufer hergegeben. Und damit ist jetzt, ja, ist nicht mehr viel an Gegenspiel auch zu erwarten. Jetzt habe ich halt natürlich wieder das Läuferpaar auch als Pluspunkt noch dazugekommen. Aber du hast halt noch diesen ganzen Löcher hier noch dazugekriegt, weil dein Verteidiger dieser Felder fehlt. Ja. Das sind jetzt wirklich ja schon schwache Punkte. Der Läufer auf C8 ist schon schön positioniert, dass er da hinten eindringen könnte eventuell. Ja. Der wird da gleich kommen, wenn nicht irgendwas anderes passiert und der erstmal andere Jobs hat, aber ansonsten kommt der da gleich mit dazu und dann wird das auch schnell unangenehm, weil der ist auch schwer zu vertreiben und ja, wir gucken mal weiter, wie du dich hier noch versucht hast zu wehren. Turm E3, jawohl, gefällt mir grundsätzlich nicht, treibt die Dame raus und ja, versucht jetzt da irgendwie was zu machen. Ich habe es mir jetzt einfach gemacht, gerade im Rahmen des Simultans, ich bin nach D8 zurückgegangen, war jetzt der einfachste, man hätte vielleicht auch D6 oder irgendwas wählen können, aber ja, weiß nicht, habe mich irgendwie für D8 entschieden. Ja, gut, Dame D1, frage ich mich jetzt ganz ehrlich, hatte ich da irgendeinen Hintergedanken, keinen sinnvollen? Ich glaube nicht. Also ich hatte einfach, also eigentlich habe ich mehr oder weniger kopflos agiert dann zu dem Zeitpunkt, weil ich wusste, dass das jetzt mittelfristig richtig wehtun wird. Also Dame F1 finde ich grundsätzlich nicht so verkehrt. Du musst dich ja aus der Fesselung befreien, ne, damit du dich irgendwie entwickeln kannst mit deinem Springer und so. Also muss ja die Dame da irgendwie weg. Und nachdem natürlich dein weißfeldiger Läufer weg ist, macht es zumindest Sinn, diese Dame auf ein weißes Feld zu stellen, dass die zumindest hier Kontrolle auf weiße Felder irgendwie ausübt. Okay, ja gut. Aus der Perspektive macht das Sinn. So gesehen macht das zumindest Sinn, ob man die nun hier nach F1 oder nach E2 stellt. Ich meine, auf F1 gibt es immerhin keine Fesselung. Hier könnte es wieder irgendeine Fesselung mit Läufer G4 geben. Das ist vielleicht unangenehm. Hier kann man vielleicht auch mal H3 dann machen, wenn der auf G4 auftaucht, kann versuchen, den wegzutreten. Also ich finde Dame F1 schon sinnvoll in dem Sinne. Okay, gut. Also den würde ich jetzt nicht tadeln. Weiß nicht, ob es der beste ist, aber das macht auf jeden Fall Sinn, nicht? Die jetzt auf weiße Felder zu stellen, um halt diesen Läufer so ein bisschen zumindest nicht auszugleichen, aber so ein bisschen Gegengewicht dafür zu schaffen. Okay. Ja, gerade jetzt hier in dem Simultan, ich muss natürlich hier nichts übers Knie brechen. Nicht? Ich habe einen Bauern mehr, ich habe hier einfach das Läuferpaar mehr. Ich mache hier einfach normale Entwicklungszüge und gucke, was so passiert. Ich stelle meine Figuren auf vernünftige Felder und Läufer 5 ist halt der offensichtlichste Kandidat, dass der von hier aus Druck auf diese ganzen Felder ausübt und dann, ja, mal gucken, was so konkret passiert. Ja, passiert ist von meiner Seite nicht mehr so viel. Ich habe dann den verzweifelten Versuch geplant, den Läufer mit irgendwelchen Bauernzügen wieder zu vertreiben. Ja, also finde ich vom Grundsatz gar nicht so verkehrt, aber wird ja halt konkret nie funktionieren, weil ich das natürlich nicht zulasse. Beziehungsweise du dich ja auch sehr schwächen würdest dabei. Also gerade jetzt würde ich halt erstmal den Fokus auf versuchen legen, die Entwicklung abzuschließen. Du hast halt immer noch diesen Läufer, der hier steht, der nichts tut. Dieser Turm tut halt nichts. Die müssen jetzt halt irgendwie ins Spiel, dass zumindest alle Figuren mal da sind.
Und dann ja einfach hoffen, dass irgendwas passiert. Also, ja, Ja, weiß nicht. okay, Hättest also du versuchen die alternativ? Figuren, okay. Nee, vielleicht irgendwie den Turm irgendwie über die A-Linie vielleicht hier rauszubringen und irgendwas zu machen, vielleicht erstmal mit A4, aber du kontrollierst ja auch schon sehr viel. Du guckst mit der Dame auf der offenen D-Linie, du hast den Läufer, der hier reinguckt. Vielleicht könnte ich mit meinem Turm die B-Linie besetzen, aber irgendwie, ich habe da echt für mich absolut keine Perspektive mehr gesehen, logischerweise. Ja, hier muss man einfach kleine Brötchen backen und halt, ja, einfach gucken, Ja. dass die Figuren alle mitspielen und hoffen, dass halt irgendwas passiert. Ja, halt irgendwie hier, ich weiß nicht, Springer E4 oder Springer B3 oder so vielleicht sogar. Springer E4 wäre halt wünschenswert, aber das könnte schon wieder sehr unstabil sein. Das könnte schon wieder schnell für taktischen Verwicklungen führen. Vielleicht daher einfach Springer B3 das solide machen, mit der Idee dann ganz einfach Läufer D2, Läufer C3, einfach die Figuren raus und hoffen, dass irgendwas Gutes passiert. Ja, Wie okay. gesagt, hier ist objektiv sowieso nichts mehr zu machen, aber einfach, dass alle Figuren jetzt zumindest mitspielen, dass zumindest alle Figuren dabei sind und du vielleicht die Chance hast, dass ich irgendwo was übersehe, irgendwo was patze. Nicht? Also gerade im Rahmen des Simultans, ich habe ja alles andere als fehlerfrei insgesamt auch gespielt, also da gibt es dann trotzdem vielleicht mal Möglichkeiten, dass man was übersieht, aber erstmal müssen alle deine Figuren mitspielen, grundsätzlich. Absolut, absolut, das macht Sinn, ja. Ja, H3, ja, wie gesagt, vom Grundsatz her nicht verkehrt, aber ja, musste ich halt irgendwie jetzt entwickeln. Ich mache das jetzt auch, ich entwickle mich einfach, bringe die nächste Figur da ins Spiel, die da, ja, direkt deckt er natürlich erstmal nur E5, das sieht erstmal nach nichts aus, aber vielleicht geht irgendwann mal die E-Linie auf oder ich befreie natürlich auch eine andere Figur jetzt von der Deckung. Nicht? Dadurch, dass ich den jetzt dreimal überdeckt habe, ist natürlich eine andere Figur frei und ich könnte zum Beispiel Ja. jetzt mal über Springer D4 nachdenken oder sowas, weil E5 jetzt einfach stabilisiert ist. Ja. Ja, jetzt hast du Springer E4 gespielt, einen danach halt. Ja. Und ja, jetzt habe ich hier mir wegen des Simultans nochmal die Zeit genommen, einfach B6 zu machen, den C5 zu verteidigen, dass da nie irgendwas sein kann, dass ich da nie über irgendwas rechnen muss. Und ja, jetzt wolltest du hier ganz mutig meine Läufer vertreiben. Ja, war jetzt nicht sehr klar, also das war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, aber gut, dann schlägst du natürlich. Genau, also ich könnte natürlich auch den Läufer behalten, sagen, okay, ich habe das Läuferpaar, könnte man auch machen. Also auch das wäre langfristig ein Problem. Nicht? Also Alternative wäre halt hier irgendwie tatsächlich vielleicht sogar Läufer C8 mit der Idee, den nach B7 zu stellen und jetzt diese Diagonale, die jetzt natürlich auch offen ist, ins Visier zu nehmen. Nicht? Sagen, ich habe jetzt die Läufer auf Diagonalen, nicht du. Ja, stimmt, absolut. Aber hier, wie gesagt, gerade im Rahmen des Simultans wollte ich es mir jetzt nicht kompliziert machen, sondern habe gesagt, okay, alles klar, ich tausche den einfach raus. Ja. Hab ja immer noch den Mehrbauern, hab die bessere Struktur und hab jetzt tatsächlich auch Entwicklungsvorsprung tatsächlich, dadurch, dass du hier immer noch nicht entwickelt bist. Und Ja. stell mit Springer D4 jetzt sogar die nächsten Fragen und Drohungen auf, die du irgendwie parieren musst. Ja. Und dann brauch wahrscheinlich endgültig Panik aus in meinen Reihen quasi hier. Ist Ich hab, ich hatte da eigentlich, verständlich. ich hatte da, ich hatte da keinen Plan mehr für eine sinnvolle Reaktion. Ist so. Das ist, was wäre denn hier sinnvoller gewesen? Du, mein Springer auf F3, der ist ungedeckt. Du könntest mit C2 mit dem Springer weiter vorrücken und wieder die D-Linie freimachen. Ist, ich kann da nicht mal mehr Fragen stellen in der Stellung wahrscheinlich. Ist ganz schwierig. Also man will natürlich gar nichts. Man will diesen Springer auf D4 nicht stehen lassen. Das ist eine riesig gefährliche Figur. Die ist natürlich nervig und muss eigentlich entfernt werden. Auf der anderen Ja. Seite, wenn du den jetzt hier tatsächlich abtauscht, ist das auch nicht so wirklich schön, weil wahrscheinlich schlage ich jetzt hier mit dem Bauern zurück. Jetzt habe ich hier eine super schöne Bauernkette, habe hier schon mal einen gedeckten Freibauern, der natürlich langfristig sehr Absolut. nervig ist. Habe jetzt die E-Linie aufgemacht, wo ich ja meinen Turm eh schon platziert habe. Ja. Und das macht natürlich auch als Weißer absolut keinen Spaß. Du hast immer noch den Läufer von C1 hier entwickelt, kannst deinen Turm noch nicht rausbringen. Ja. Und ja, das macht natürlich auch keine Freude, die Stellung. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, den Springer auf D4 kann man langfristig auch nicht zulassen. Der darf da nicht stehen bleiben, weil er kontrolliert einfach viel zu viel. Hat viel zu viele nervige Ideen. Also ja, so oder so halt ganz Ja, ich hatte schwierig. da auch irgendwie Angst, dass ich in irgendwelche Gabeln reinlaufe oder so, die ich irgendwie nicht sehe.
Ja. Gut, wir können mal weitergucken. Ich glaube, ich bin noch ein paar andere schöne taktische Motive von dir reingelaufen, dann tatsächlich am Ende. Ja, so ein bisschen bist du mir jetzt ins offene Messer gelaufen mit der Taktik, Ja. mit dem Zug Dame D3 tatsächlich auch schon. Das ist halt, ja, hier, ja, schwierig. Für einen Anfänger wirklich schwierig, das kommen zu sehen, was da jetzt kommt. Wer ein bisschen mehr Erfahrung hat, der kann das schon erahnen. Also grundsätzlich muss man immer aufpassen, dass man so Potenzial halt grundsätzlich erkennt in diesen Stellungen. Was ist eigentlich so los? Was könnte eines fernen Tages mal sein? Nicht? Das hast du vielleicht auch bei dem anderen Videoformat jetzt gesehen, wo du Tom und Jürgen dann agiert hast sehen. Die haben natürlich schon auch sehr viel Kreativität da und sagen, ja, es könnte mal dies und das, jenes passieren. Und Absolut. manchmal passiert das dann auch. Und hier muss man halt das Potenzial oder die Gefahr dieser drei Figuren im Prinzip erkennen, dass man sagt, okay, alles klar, die stehen halt eigentlich in Form einer Gabel. Wenn der hier irgendwann mal kommt, dann ist das ein Problem. Und das ist im Prinzip genau das Muster, was ich hier ganz schnell gesehen habe und erkannt habe. Und so kommt man dann auch auf den Zug F5 tatsächlich, den man sonst vielleicht als Schwarzer vielleicht auch eines fernen Tages mal spielen würde, aber der gar nicht so vorrangig ist. Aber wenn man diese Gabel erstmal gesehen hat, dann findet man den auch ganz schnell, weil du, ja, Ja. greif halt einfach den Turm an und du hast jetzt einfach auch keine vernünftige Reaktion mehr. Ne? Wenn der Turm weggeht, dann ja, kommt hier einfach D3 mit der Gabel hinterher und dann ja, Absolut, ist da auch gleich. da ist das Material weg. Ja. Da fällt jetzt auch einiges sogar in der Kombination wieder, weil das ja gleich mit Schach und gleich den Angriff auf den Turm und ja, Ja. das Nee, also ist klingt aus nicht schwarzer gut. Sicht echt schönes Motiv, schön mit dem Bauern nach vorne gespielt. Ja. Gegen meine Figuren, die habe ich da echt für dich optimal platziert. Ja. Ja, von mir Springer Läufer G5. Was hatte ich denn da für eine Idee? Was war meine Idee? Vielleicht war meine Idee, dass du. Nee. Gut, Ich ich habe da glaube, keine deine richtige Idee Idee mehr. war schlicht und ergreifend meine Dame anzugreifen und ja, Ja, zu hoffen, dass da das war die Idee, aber irgendwas genau. Gutes passiert. Weiß Ja, nicht, ob passiert ist du. nicht viel Gutes natürlich. Ja. In dem Fall war mein Problem, ich habe die zweite Gabel nicht kommen sehen, natürlich. Das ist ein richtig schöner Anfängerfehler, denke ich. Aber ja. Also, es gibt sogar noch ein zweites Problem. Das kannst du vielleicht noch mal ergründen. Also können wir ganz kurz für die anderen auflösen. Ich habe natürlich hier einfach auf, was heißt natürlich, ich habe einfach auf E4 geschlagen. Und das Problem ist halt, dass dieser Bauer wieder die Dame angreift. Und dementsprechend brauche ich halt auf deinen Angriff gar nicht reagieren, sondern habe den Turm einfach weggenommen und ja, drohe halt selber jetzt hier die Dame zu schlagen und brauche mich halt um deinen Angriff auf meine Dame nicht zu kümmern. Aber es gibt tatsächlich noch eine andere gute Möglichkeit für Schwarz und zumindest die, glaube ich, hättest du wahrnehmen können, hättest du etwas sorgfältiger vielleicht gerechnet an der Stelle. Das findest du auch. Überleg mal, es Okay. gibt noch ein zweites Problem tatsächlich bei Läufer G5. Viel thematischer eigentlich als das, was passiert ist. Viel thematischer als das, was passiert ist. Genau, also das, was passiert ist, war ja ein Zufall, dass ich da so eine Gegendrohung jetzt habe. Das ist ja nicht unbedingt gewollt. Aber eigentlich gibt es für diese Art von Angriff ein viel thematischeres Problem und genau das steht hier auf dem Brett. Machen wir es. Also, was würdest du als Schwarzer jetzt suchen? Nach was würde ich als Schwarze jetzt Deine Logik, wenn du jetzt suchen? unsere Taktikaufgaben und alles denkst und jetzt nach einer Taktik suchst, nach was würdest du als erstes suchen? Ganz als allererstes Ja. noch Schlagen und Schachgeboten. Gut, dann such Also mal danach. Schachgeboten mit Schlagen in Kombination und dann halt noch Schlagzügen. Perfekt. Was ist dann dein erster Ja. Zug, über den du nachdenken Ach würdest? ja, vielleicht Springer schlägt F3. Gibt Schach, Springer schlägt schlägt eine F3 und Figur. Schach. Genau. Perfekt. Perfekt. Gibt einmal Ach ja, Schach. klar, und dann ist dann, wenn ich mit der Dame auf F3 schlage, ist der Läufer auf G5 Genau, ungedeckt. kurz genau. Das ist eigentlich hier Ach viel, schön. viel thematischer. Also auch das wäre aus schwarzer Sicht möglich gewesen. Gewinnt halt nur eine Figur. Ich habe natürlich den ganzen Turm stattdessen mitgenommen, weil ich die Option hatte. Aber auch das hier, das wäre relativ typisch gewesen, gerade unter Anfängern, dass man sowas hier übersieht. Man greift die Dame an und übersieht völlig, dass der Gegner so einen Zwischenschach hat und dann ist die Deckung der Figur weg. Ja, absolut. Genau.
Gut, dein Bauer hat sich durchgefressen. Ja, der greift dann da mal fröhlich munter weiter an. Ja. Ja, und hier ist natürlich so oder so nichts mehr zu reparieren. Nee. Ja, jetzt ist ein ganzer Turm auch noch zusätzlich weg und Ja, ich wollte natürlich so spät wie möglich aufgeben, aber du hast noch 6:30 auf der Uhr, du wirst sicher keinen Fehler mehr machen. Das war für mich so sonnenklar, dass da absolut gar nichts mehr zu holen ist, nicht mal mehr irgendwas Schönes von mir, und deshalb habe ich ja dann eh in 2, 3 Zügen aufgegeben. Ja, im Rahmen des Simultans, wie gesagt, kann man natürlich immer noch hoffen, dass der Gegner Fehler macht, beziehungsweise macht es natürlich auch Sinn, weiterzuspielen, einfach um den anderen im Simultan noch möglichst gute Chancen zu geben. Es ist ja doch immer Zeit, dass ich mich mit der Partie beschäftigen muss. Mein Brett muss dahin wechseln, also kommt natürlich doch an, wie leistungsfähig der Rechner ist und alles, wenn das alles schnell funktioniert. Aber bei mir und auch beim lieben Jürgen zum Beispiel, wir haben ja relativ alte, nicht die modernsten Rechner aktuell. Und Okay. dann nimmt das schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Da sind schnell mal so 20 Sekunden oder so dafür aufgewandt. Und naja, in der Masse kann sich das in so einem Das Simultan stimmt. schnell addieren. Ja, du hast jetzt hier noch Turm D1 gespielt. Weiß ich nicht, was hier der Gedanke war. Oder Das ist wahrscheinlich, ich glaube, das eines. war einfach, das sieht man bei Anfängern relativ häufig, wenn das gerade so taktisch wird mit vielen Drohungen, dann verliert man irgendwann auch in den Gedanken völlig die Übersicht, was eigentlich gerade los ist. Ja, habe ich wahrscheinlich auch so Ich verloren, weil ich glaube. hätte die Dame ja einfach rausziehen können, akzeptieren können, dass Genau. der Springer verloren geht. Genau. Ich habe dann sicher einfach die Übersicht komplett verloren. Ich glaube, dass das hier passiert ist. Das sieht man bei Anfängern, ist nicht untypisch, gerade wenn dann so mehrere Figuren, Angriffe gegen Angriffe, dann weiß nicht, verliert man manchmal völlig die Orientierung und weiß nicht, wer was los ist. Ich habe natürlich die Dame jetzt weggenommen, du nimmst auch die Dame und nach dem bewährten Muster, was wir eben schon gesehen haben, netter kleiner Zwischenzug, natürlich erst den da mit Schach entfernen Genau. und nochmal einen abtauschen. Den kannst du eben mit dem König nochmal angreifen, das hast du auch gemacht. Und ja, dann nehme ich natürlich trotzdem auf der 8 die Figur und du nimmst da und ja Dann gut, ist hier habe ich Schicht im Schacht. Turm und Figur mehr, hier passiert natürlich nichts mehr. Das lasse ich mir natürlich hier nicht nehmen und ja, hier hast du jetzt aufgegeben. Hätte glaube ich auch nicht mehr lange gedauert mit dem Nee, Mehrmaterial. das war mittelfristig, war das eh matt. Also das war, ja, war sehr lehrreich, auf jeden Fall. Ja, aber auch ganz schön hier für den Kanal mal da was Neues zu haben, neue Muster, Sachen, die wir so noch nicht gesehen haben. Tatsächlich, ich glaube, so in der Form haben wir das noch nicht gehabt. Konnten das eröffnungstechnisch noch mal ein bisschen aufbereiten. Und ja, ich hoffe auch noch mal so ein bisschen Anfängertipps hier mitgeben zu Denkweisen, zu Strukturen, so ein bisschen was diese Taktik hier jetzt auch angeht. Ja, wie man da vielleicht noch hätte versuchen können, irgendwie zu kämpfen. Aber ja, ist immer schwierig, wenn Sachen objektiv nicht Ja. funktionieren, dann ja, ist es schwer, vernünftige Ratschläge zu geben. Das Absolut. Aber wir haben ja ein ist paar wichtig. schöne Sachen gesehen, wo ich vielleicht nochmal den einen oder anderen, also dich vor die eine oder andere Frage hätte stellen können. Ja. Ja, war auf jeden Fall sehr schön. Ja, wunderbar. Ja, fand ich auch. Ist auch trotzdem, finde ich, eine Partie, auf der man aufbauen kann. Du hast das System, das Grundsystem des königlichen Angriffs, glaube ich, da soweit schon ganz gut verinnerlicht. Und ja, wenn man halt vor neue Herausforderungen gestellt wird, mit denen man halt noch gar nicht konfrontiert ist, dann kann das halt mal daneben gehen. Das geht mir auch so, auch im Schach und auch in anderen Dingen. Von daher soweit absolut menschlich, denke ich. Ja, Gut. schön. Super, dann bedanke ich mich bei dir schon mal. Sehr, sehr gerne. Und Und bis bald mal. ja, genau. Ich wünsche euch allen hier ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Und wenn ihr auch mal mit dabei sein sollt, dann meldet euch vielleicht mal auf dem Discord. Sagt ja, hallo, ich bin da, ich habe Interesse, ich möchte gerne auch mal ein Video machen. Ich möchte gerne meine Partie mit dir analysieren. Ich möchte vielleicht auch gerne mal mit dir spielen. Meldet euch am besten auf dem Discord und dann schauen wir mal, was geht. Alles gut, bis dahin, euer Sascha.